Burgersdorf entpuppt sich immer mehr zur kreativen Kunst- und Kulturstadt. Monika Weinzettel hat dort ihren neuen Showroom eröffnet und Harald Wolkersdorfer verwöhnt mit Köstlichkeiten und kulturellen Schätzen aus aller Welt. Die Idee ist vor mehr als einem Jahr entstanden. Es ist so, dass wir die Produkte von Spirituosen bis Zubehör auch im Großhandel verkaufen. Und nachdem wir für unsere Einzelhändler einen Showroom gebraucht haben, haben wir uns überlegt, machen wir doch einfach ein Geschäft, indem wir die Produkte herzeigen, die wir verkaufen, und laden wir unsere Händler hier hinher und lernen wir auch vom Einzelhandel, was besonders gut ist, was gut schmeckt. Um auch dann, wie gesagt, im Fachgespräch authentischer rüberzukommen. Was findet man hier, was man in normalen Lebensmittelgeschäften nicht findet? Außergewöhnliches. Es gibt Dipsoßen, es gibt verschiedene Senfarten, es gibt Gewürzzubereitungen, es gibt Essige, Öle, Liköre, Grappa, Weine, ganz viel speziellen Sekko, handgemachte Schokolade, Geschenkartikel, viel Glas, so Schnickschnack, damit das Heim gemütlich wird. Hier gibt es ja das Beste von jedem Land. Haben Sie auch schon was gekauft? Ich kaufe ständig etwas. Es ist eine kleine Sparbüchse für mich, dieser Laden. Und was war das Letzte? Das Letzte war jetzt eine Figur, eine Engelsfigur, die ich für einen Besuch, wo ich hingehe, als Geschenk mitnehme. Monika Weinzettel ist nicht nur eine bekannte Schauspielerin und Kabarettistin, sondern sie designt auch wunderschöne Möbelstücke. Sind die Möbel sowas wie ihre Kinder? Ja, sind sie schon. Ich meine, ich arbeite natürlich mittlerweile sehr viel auf Auftrag. Das heißt, ich weiß schon, es gehört mir nicht, aber es wächst in meinen Händen. Ja? Und es gibt manche Stücke, da muss ich ehrlich sagen, da freue ich mich, wenn sie noch ein bisschen da sind. Und nicht gleich verkauft. Also bei manchen Dingen, die stellt man in die Auslage, die habe ich gerade so 3 Wochen vorher fertig gemacht, dann müssen sie aushärten. Dann stellt man sie in die Auslage und dann kommt jemand und sagt, das nehme ich. Und dann sagt man, das ist zu früh, das jetzt geht es noch nicht. Ihre Möbeln strahlen schon so, aber sie strahlt noch viel mehr. Sie macht es einfach so gern. Und darum gefällt mir das alles sehr gut. Ich mag ihre Möbel sehr gern, die sind sehr speziell. Und natürlich die Kinkerlitzchen, die Frauen halt so gern haben, um Wohnungen zu dekorieren. Mag ich auch sehr gern. Mich freut es besonders, dass sie jetzt in der Nachbarschaft hier bei uns eingezogen ist und sich das auch ergänzt. Ich habe schon einiges bei mir selbst auch zu Hause. Wir haben einen tollen Kasten gekauft und sie versteht das irrsinnig gut, Altes total aufzufrischen und toll herzurichten. Und sie hat sehr, sehr viele kreative Ideen. Und ich glaube, jeder, der in ihr Geschäft kommt, findet das ein oder andere in der Kastelwerkstatt von der Monika. Haben Sie sich das alles selbst beigebracht oder haben Sie Kurse belegt? Ja, nein, eigentlich, man kann alles nachlesen. Ja, und einmal ausprobieren. Man muss sich was trauen. Ja, also ich arbeite zum Beispiel wahnsinnig gern mit Dispersion, die ja an und für sich an Wände gehört. Das würde ich als Frau jetzt in gewissen Bauhäusern nicht groß erklären, ja, dass ich mit der Dispersion auf Holz herummal, weil sonst gibt es Diskussionen. Aber der Rest ist eigentlich wirklich entstanden durch Ausprobieren, ja, und Scheitern. Manches geht nicht. Noch nicht.